Sprecht mit euren Freunden, denn es könnten ihre letzten Momente sein. Aber verweilt nicht zu lang. Die Zeit rennt und jeder Moment ist ein Dieb, der mehr stiehlt, als er bringt. Ich glaube, ich habe mir genug Zeit gelassen. Wir können loslegen. Der Herr der Gewalt nutzt dunkle Anker, um diesen Strudel zu binden. Wir müssen alle drei zerstören, bevor die Macht von Meridias Licht entfesselt wird. Andernfalls könnte eine Reaktion darauf Nieren genauso zerstören, wie es die Ebenenverschmelzung tun würde. Okay, und was passiert dann? Meridias Licht muss im Kern des Strudels entfesselt werden. Wir werden diesen Punkt finden müssen. Alles klar, ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen, aber solange du vorausgehst, werde ich dir zur Seite stehen. Erneut erinnere ich euch daran, dass dies eure letzte Gelegenheit sein wird, vor der letzten Schlacht mit euren Verbündeten zu sprechen. Lasst es mich wissen, wenn ihr bereit seid. Auf geht's. Und so beginnt es. Vernichtet die restlichen Anker. Ich werde damit beginnen, den Brennpunkt des Ebenenstrudels zu suchen. So, Leute. Wir verbinden beide Ebenen miteinander. Wir können das Licht nicht verwenden, bevor diese Ketten nicht zerstört sind. Macht schnell! Alles klar. Auf geht's, Leute. Kommt ihr mit? Ihr kommt mit. Sehr schön. Da ist ein Anker. Wo ist denn der dritte Anker? Wo ist der dritte Anker? Hä? Warum ist der Anker... Ach, da hinten ist noch ein Anker. Huch. Waren die Truppen hier schon die ganze Zeit? Huch, mein Ultimate ist ganz gut. Das ist hier gut, dass ich hier Unterstützung habe. Ja, Nummer 1. Du bist auch weg. Huch, hier lebt noch was. Okay, jetzt nicht mehr. So, da ist der Anker. Auf geht's. Na, wo ist denn der Anker genau? Ist der in dem Haus drin? Bei der Quamerkönigin, das tut weh. Keine Sorge. Catwill. Lava nicht. Kämpfen. Catwill, nicht rumstehen. Wir brauchen dich hier. Catwill in der Tat da hinten, glaube ich, einfach nur rumsteht, oder? Ja. In der Tat, er bleibt einfach stehen. Na? Kannst du ihn besiegen, Meridia? Wir müssen uns beeilen. Molagbal weiß, dass wir hier sind. Ja, also wenn er das jetzt noch nicht wüsste... Geht, Krieger des Lichts. Diese dunklen Ketten müssen zerstört werden. Oh mein Gott. Ihr könnt mich nicht aufhalten, Meridia. Oh mein Gott. Dieses Reich wird mein sein. Ich glaube, wir sollten uns in der Tat beeilen. So nah waren wir ihm noch nie. Kann ich eigentlich hier aufmorden? Oh Gott, ja, kann ich, aber wir sind Wächter. Kämpfen die da hinten jetzt echt gerade gegeneinander? Ja, tun sie. Wirft irgendwelche Kugeln hier die ganze Zeit auf sie und versucht sie dadurch irgendwie zu besiegen, töten, was auch immer. Aber noch hält sie stand. Ich glaube, das ist ja auch nur noch der Anker, weil, ja, es war von drei die Rede und den ersten hatte sie ja direkt zerstören können. Ohne, dass wir irgendeine Gegenwehr hatten. Oh mein Gott. Warum spawnen die hinter mir? Das. Hier sind auch irgendwie alle möglichen. Hier sind Blutunholde, hier sind die komischen Viecher hier. Hier sind die Harpienwesen. Aber es sind hauptsächlich auch Blutunholde, okay. So. Was geht hier ab? Okay. Auch wieder so eine Gruppe. Ich gehe mal davon aus, dass das hier, je nachdem wie viele Personen ich tatsächlich erreicht habe und wie viele hier mit mir, also wie viele Quests ich gemacht habe am Anfang, umso schwieriger wäre das hier gewesen.
Hey. Uns läuft die Zeit davon. Schon wieder leichte Rüstung. Ich werde mich um diese Anker kümmern. Ihr müsst weitermachen. Platziert das Licht und bringt den Strudel zum Erliegen. Wie tue ich das? Ich bleibe bei ihr, mein Freund. Gabrielle und ich haben viel miteinander erlebt. Ich werde sie nicht allein lassen. Darien. Heute stirbt niemand mehr. Das ist ein Befehl. Kommt, lasst uns das Licht in die richtige Position bringen. Auf geht's. Ich wünsche euch viel Erfolg. Und ja, wir sehen uns dann auf der anderen Seite, habe ich gehört. Ich hoffe mal, dass ja, Gabrielle das schafft, irgendwie den Anker zu zerstören. So, hier soll das Licht hin. Ist hier noch irgendwas, was ich vorher beseitigen muss? Scheinbar nicht. Das Licht kommt näher. Es erhält die Schatten. Es versucht, die Dunkelheit zu durchbrechen. Aber die Dunkelheit ist stark. Unser Vater, unser Gott, er ist die Dunkelheit. Er wird das Licht abwehren. Unser Vater kommt näher. Er wird das Licht verschlingen. Er wird es zerreißen. Er wird es zerstören. Er wird euch zerstören. Unser Vater hat gesprochen. Er wünscht, dass wir gegen euch antreten. Nur was? Gegen euch. Was ist hier los? Ihr glaubt also, nein! Dieses Licht könnte meine Ebenenverschmelzung beenden? Eure Fürstin denkt, ich würde das zulassen? Sie ist noch törichter, als ich dachte. Ich lebe, um zu dienen. Es wird mir eine Freude sein, diesen zu töten, mein Fürst. Eins gegen eins hier? Das hättet ihr euch vorher mal besser überlegen sollen. Ihr wurdet in einen Krieg hineingezogen, den ihr nie bezwingen könnt. Mein Rat wird euch töten. Das wird er nicht. Ich freue mich schon darauf, einen Helden sterben zu sehen. So leid es mir tut, aber... Also, die hier werden mich nicht besiegen, Olaqual. Da musst du schon schwere Geschütze auffahren. Im Ernst, das war jetzt hier wirklich dein Rat? Sehr merkwürdig. Dieses Licht gibt euch anscheinend Kraft. Meridia, wo versteckt ihr euch? Die hätte ich auch alleine geschafft. Ich hole nur diejenigen, die sich euch widersetzen würden. Dieses Spiel beginnt mich zu langweilen. Jetzt werdet ihr sterben. Schnell, kommt hinter meinen Schild. Wo ist der Schild? Ach hier, das ist ja schön. Dachtet ihr, das würde so einfach? Meine Untergebenen werden euch verreißen. Na, da kommen die Toten. Gabrielle, richtet all eure Energie darauf. Wir dürfen nicht aufgeben. Ich tue mein Bestes. Ja. Ihr kümmert euch um den Kristall, wir kümmern uns um unsere neuen Gäste. Lasse mich darauf, dass das Beste genug ist. So, da kommt der nächste Gegner. Das ist schon ziemlich cool gemacht hier, muss ich sagen. Die beiden Krieger, die hier an der Seite kämpfen. Das sind ja widerliche Bastarde. Mehr hat Molagbal nicht zu bieten. Ich brauche mal Energie, Magie und so weiter. Wenn ich mal auf Combat kommen würde. Aus unsere letzte Schlacht sein. Sie sollen sich daran erinnern. Wer soll sich daran erinnern? Ihr müsst euch beeilen! Mein Schild hält nicht mehr lange durch! Ja, ich kann da nichts dran ändern. Das müssen die beiden Magier tun. Geschafft! Im Ernst? Hast du es geschafft? Ich kann es spüren, Vanu. Wir können es schlagen. Wir können... Darien, hinter euch! Habt keine Angst, schöne Gabrielle. Ich habe das unter Kontrolle. Ja. Hier ist eigentlich nichts, was wirklich gefährlich wird bis jetzt. Ihr müsst euch beeilen! Wir können sie nicht viel länger zurückhalten. Ah, geht alles noch. Nicht müde werden. Wir schaffen das. Das Licht ist bereit. Schnell, setzt es frei. Alles klar. Nein, das könnt ihr nicht tun. Darien, ich werde komm zurück. Nicht Darien! Okay, was passiert hier mit mir? Was passiert hier? Wow. Hey, okay, wir scheinen zurück nach Kalthafen zu kommen.
Ja, wir erinnern uns an Dariens Traum. Darien sieht einen hellen Lichtstrahl und wacht dann irgendwo alleine auf. Wir sind in der verlassenen Stadt. Ja, wir sind in der verlassenen Stadt. Und hier sieht's ja eigentlich noch relativ gut aus. Draußen scheint es hell zu sein. Das spricht irgendwie dafür. Draußen ist es hell. Das ist hier eigentlich immer dunkel in Kalthafen. Der Ebenenstrudel wurde zerstört. Molagbals Ebenenverschmelzung ist vorbei. Okay. Und wo bin ich hier? Ihr seid sterblich. Ihr begannt bereits mit eurer Geburt zu sterben. Aber ihr seid nicht ganz tot. Noch nicht. Euer Lied hat erst begonnen und viele Strophen liegen noch vor euch. Noch nicht und nicht ganz tot. Ja, wo genau bin ich denn hier? Der Strudel wurde zerstört. Ich habe diesen Ort erschaffen, auf das er vertraut und beruhigend auf euch wirkt. Es ist ein kleiner Teil des Reichs des Vergessens, der unter meinem Schutz steht. Hier wird euch kein Leid geschehen. Okay, und was ist mit den anderen? Jene, die präsent waren, als ihr das Licht zerschlagen habt, standen unter meinem Schutz. Sie haben sich im Raum unter uns versammelt, um sich zu verabschieden. Diejenigen, die nicht in der finalen Schlacht waren? Das weiß ich nicht. Warum verabschieden die sich? Der Aeliden-König hat schreckliche Wunden erlitten. Er ist dem Tode nahe, aber noch ist er nicht dahingeschieden. Okay, dann würde ich gerne da auch nochmal eben runter. Habt ihr nicht gesehen, wie einzigartig ihr seid? Wie ungewöhnlich? Ihr seid in die Ebene eines dätrischen Fürsten eingedrungen, habt eine Armee aufgestellt, die stark genug war, es mit seinen Legionen aufzunehmen. Und ihr habt eure sterbliche Welt gerettet. Ihr seid etwas Wertvolles, Sterblicher. Ihr werdet uns von großem Nutzen sein. Und zwar wie? Vorerst benötigen wir nichts. Aber die dunklen Fürsten sind auf euch aufmerksam geworden und sie haben Pläne. Bereitet euch vor und seid bereit, wenn das Reich des Vergessens nach euch ruft. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt gefallen soll. Ja, wir gehen auf jeden Fall jetzt noch eben zum König. Das ist nicht der Raum unter uns. Sieht nicht gut aus. Das sieht in der Tat nicht gut aus. Wie es scheint, ist meine Zeit endlich gekommen. Ich habe viel länger gelebt als die meisten in meinem Volk. Endlich werde ich wieder bei ihnen sein können. Ja, und du hast Großes geleistet und kannst glücklich sterben. Meridias Schild schützte die anderen. Darien und ich waren vor dem Schild und kümmerten uns um Molagbals verdammte Portale. Ich sah, wie das Licht euren Körper erfüllte. Ihr wart ein Leuchtfeuer. Das Letzte, was ich jemals sehen werde. Das verstehe ich jetzt gerade nicht ganz, was du mir sagen möchtest. Dunkelheit erfüllt meine Augen. Als das Licht um mich herum hervorbrach, stieß mich jemand dichter an Meridias Schild. Es war zu spät, um mich zu retten. Aber es brachte mich hierher. Mein Schicksal ist unerheblich. Der Gedanke daran, dass Nirn sicher ist, erfüllt mein Herz mit Freude. Es war mir auf jeden Fall eine Ehre, an deiner Seite kämpfen zu dürfen. Dann werde ich Ruhe finden in dem Wissen, dass meine letzten Tage, die letzten Tage des Aleidenvolks, darauf verwendet wurden, Nirn dem Griff Molagbars zu entreißen. Und ja, so geht das Leben eines großen Königs zu Ende. Ich möchte, dass ihr dies hier nehmt.
Ein Geschenk meines Volkes an den Helden von Nirn, um euch zu ehren und all jene, die an meiner Seite in dieser großen Schlacht fielen. Danke. Vielen Dank. Mögen die Geister mich auf meinem Weg führen. Ja, ruht in Frieden, großer König. Wir werden immer an euch denken. Ja, wir haben gleichzeitig Level Up bekommen. Und trauern um einen großen König, der viel dafür getan hat, dass wir unseren Auftrag erfüllen konnten. So. Ja. Wir haben hier jede Menge Errungenschaften gerade bekommen oder freigeschalten. Die können wir uns mal eben angucken. Kommen noch mehr? Ne, kommt nicht mehr. So. Was haben wir denn gerade bekommen? Haltet die Ebenenverschmelzung auf und vereitelt Mulag Baals Eroberungsplan an der endlosen Treppe. Okay. Ihr habt Mulag Baals Willen in Kalthafen getrotzt. Okay. Hier drin wartet keine Quest mehr auf mich. Was ist denn jetzt hier unten? Okay, hier unten. Stimmt, hier unten war ja nichts. Ich würde sagen, bevor wir die Folge beenden, treten wir nochmal einmal ganz kurz in die leere Stadt. Gucken uns an, wie das hier jetzt aussieht. Die Stunde ist gekommen, Entseelter. Die endgültige Konfrontation mit dem Gott der Intrigen steht bevor. Die fünf Gefährten versammeln sich an der Zuflucht. Trefft uns dort. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Wir begeben uns jetzt so gesehen zum letzten Schritt unserer Aufgabe. Das Ganze machen wir allerdings nicht mehr heute. Das Ganze passiert in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für heute fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet an dem letzten Gebiet euren Spaß. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann auch morgen wieder dabei, wenn wir uns dann tatsächlich dem richtigen Ende nähern. Bis dann!